Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War 3. Tja, in der letzten Folge sind wir aus der Unterwelt rausgekommen und jetzt sind wir in der Stadt Olympia. Da hat nämlich das Tor hingeführt. Oh. Das klingt nach Titanenärger. Oh je. Yeah. Sieht irgendwie nach Terra aus, aber die klang weiblich. Oh. Egal, ich nenne diesen Titan trotzdem Terra. Es würde einfach passen vom Outfit her. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir uns wohl erst noch mit diesen Abschaum hier abgeben. Okay. Einfach ein bisschen schnell aufräumen hier. Ey! Helios greift uns auch noch an. Undankbar. Wir haben dir geholfen. Wenn Atlas dich zerquetscht hätte. Du elender Drecksgott. Ah, wen haben wir denn da? Ein Seepferdchen. Na komm doch. Hier wieder welche einmischen müssen. Aber diesmal nicht, Freundchen. Mann, oh Mann. Anscheinend will man mich echt davon abhalten, zu Helios zu kommen. Spinnst wohl. Blöde Soldaten hier. Ihr seid auch nur Zombies. So, jetzt war's das mit dir. Ihr blöden Gäule immer zugeritten werden müsst. So. Jam, jam. Noch jemand? Ja, ich sollte mich mal wieder gesundheitlich auffüllen. Bevor ich zu den beiden Streithähnen da im Hintergrund gehe. Ich will mitstreiten. Wie jetzt? Ach so, die Tür. Hm. Oder doch nicht? Hm. Ich frag mich gerade, weil hier noch einer ist. Oh. Blöder Idiot, hättest du das nicht eher sagen können? Jetzt geht's nämlich auch weiter hier. Terra. Wow. Oh, 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 oh. Hier kommt ja wie gerufen. Nö, ich denk gar nicht dran. So. Für jeden gab es 5 rote Orbs, das ist besser als nix. Spüre den Zorn der Sonne!
Zorn der Sonne. Da lache ich doch über. Halt, das Katapult bedienen. Oh, scheiße. Das sieht mir nach einer Chimäre aus. Oh. Du bist also auch noch Rumstecker. Von mir aus. Halt dein Gift bei dir. Igitt. Widerlich. Hoho. Aua. So. Erster Kopf ist runter. Jetzt ist der Löwenkopf dran. Wow. Wow. Misch dich ein, Geist Spartas! Das sagst du etwas zu spät. Ich misch mich aber gerne ein, das ist nämlich meine Sache. So, du hässliches Mistvieh. Und weg mit dem zweiten Kopf. Nur noch der Ziegenkopf ist da. Au. Na komm schon. Ah. Oh, daneben. Hey, hier bin ich. Wow. So. Schluss mit lustig. Herr mit dem Horn. Und erst zurück. Gut, jetzt müssen wir nur noch Helios runterholen. Und zwar mit dem Katapult. Ah, noch nicht. Mist, das war zu früh. So. Jawoll. Und Terra erwischt ihn auch noch. Wir haben zwar zusammengearbeitet, Freundchen, aber wenn du mich jetzt angreifst. Wow, ich sollte hier verschwinden. Okay. Helios ist abgestürzt. Müssen wir ausnutzen. Die Harpien werden uns helfen, hier über den Abgrund zu kommen. Hey, Lady. Sei so freundlich, ja? Und hopp. Auf zur nächsten. Zur nächsten. Und wieder zur nächsten. Das könnt ihr vergessen, Freundchen. Ah, verdammte Kacke. Oh, der ist geflogen. So, jetzt kann der nächste fliegen. Gut. Noch welche? Puh. So, die Kiste noch weg. So, das explosive Bömmchen hier nehmen wir mal mit. Oh, nicht so weit. Überall noch so viel zu zerstören. Gut.
Gesundheit bräuchten wir nicht. Schade, dass es nicht so eine beidseitige Truhe ist. Das wäre wieder besser gewesen für unsere Magie. Los, mitkommen. Aber hier haben wir noch viel zu zerstören. Oho. Na komm, mach auf. Halt. Wenn schon, dann richtig. Hoppala. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes. Ah. Drecksvieh. Hat mir anscheinend aber nicht wehgetan, die Explosion. Ach komm schon, geht doch nach Hause. Du lässt mich in Ruhe. Puh. In Ordnung. Das Zeug noch weg. Ebenso wie das. ...2600 mal wieder. Hier brauchen wir 8000. Och, schütteln wir doch locker aus dem Ärmel. Ja, Verbannungslingen sind hier auf oberste Priorität gestellt. So. Ah, da haben wir wieder eine Magietruhe. Gesundheit können wir auch gleich auffrischen. Und rauf hier. Moment mal. Nee, das können wir nicht aufmachen. Schade. Oh, ein bisschen Beeilung hier. Wow. Ich helfe dir auf meine Weise. Du stehst mir nämlich im Weg. Wir sollten hier lieber runter. Das Feuer könnte wehtun. Haut ab. Immer schön rauf. Ah, da haben wir ihn ja. Oh. Der hat immer noch Beschützer. Das gibt's ja wohl nicht. Die müssen einen Gott schützen. Na sowas. Mal sehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir... Ne, da kommen wir nicht durch. Aber der kommt da durch. Wow. Muss ich dich erst... Na also, bleib brav. Du hast nur etwas zugeritten. So, und jetzt mach diesen Haufen da platt. Hohoho. Komm, Zyklop. Bleib schön. Geht doch. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, du taugst aber auch nichts. Muss ich wieder alles allein machen hier. Der Hustenbonbons holen, den Helios. Klingt's nicht gesund. So. Puh. Da guck mal an, der Gott der Sonne. So tief gesunken. Kratos, ich habe nicht vergessen, was ich dir schuld. Rette mich jetzt. Wie einst vor Atlas.
Und ich werde dich dafür entlohnen. Dann entlohne mich jetzt. Sag mir, wo das Feuer des Olymps ist. Das Feuer? Du besiegst Zeus nie, Spartaner. Dabei wirst du dein Leben lassen. Mein Leben ist eins von denen, Helios, um die du dich nicht sorgen brauchst. Spüre die Macht der Sonne! Ach, dieses arrogante Gehabe. Oh, wir sind Götter, wir haben es verdient. Hey. Ah ja, die Hand schön ins Licht halten, damit das uns nicht zu sehr blendet. Ja. So, du Sonnengott. Nein. So, und jetzt reicht's. Schluss mit der Blende. Warte, warte! Ich verrate dir, um Zeus zu vernichten, musst du in die Flamme treten, um ihre Macht zu erhalten. Du lügst, Helios! Hephaistos hat gesagt, die Flamme tötet den, der sie berührt. Und du glaubst ihm? Dieser Verrückte wurde vom Olymp verstoßen. Genau deshalb glaube ich. Mein Tod wird dich nicht zu Zeus führen. Da irrst du dich gewaltig. Aber es ist dein Anfang. Bleib mit der Rübe. Komm schon. Nun senkt sich die Dunkelheit über die Welt. Hübsch, Helios Kopf, der Kopf des Sonnengottes, der auf unbarmherzige Weise von seinem Körper getrennt wurde. Unbarmherzig. Du hast Helios Kopf in deinen Besitz gebracht. Sein Blick wird dir den Weg weisen. Athene, halt du dich daraus. Ah, hier haben wir ein drittes Minotaurenhorn. Wird auch mal langsam Zeit. Link. Und hier glänzt noch was. Helios Schild. Die Besitztümer der Götter dankbar angenommen. So, die Kiste wird noch aufgerissen. Und mit Helios Kopf können wir jetzt falsche Wände ja, zum Erkennen bringen. Sagen wir es mal so. Außerdem... Halt. Können wir mit dem Kopf ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wortwörtlich. Und Gegner blenden außerdem. Ne? Der Pfad der Eos, hm? Eos ist doch Helios' Schwester. Aber die haben wir nur in Chains of Olympus gesehen und die werden wir hier nicht nochmal erleben. Gut. Pfad der Eos. Diejenigen, die sehen, was die Götter sehen, werden den Pfad zum Olymp finden. Na. Gut. Alles klar, dann werde ich hier jetzt die Folge beenden. War sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Also, tata!